Gegessen wird immer, weiß der Volksmund. Aber was gehört auf die Menükarte fürs Depot? Dickschiffe wie Nestlé, pflanzliche Burger wie Beyond Meat oder gesunder Lachs von Mowi? Das große Food Panel bei Cap Insight. Guten Appetit. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einem neuen Cap Insight Panel. Mein Name ist Christian Veröhl und ich kann Ihnen versprechen, heute wird Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen, denn wir reden übers Essen. Tja, gegessen wird immer, weiß der Volksmund, und das weist schon darauf hin, Essen ist nicht nur Genuss, sondern eben auch ein essentielles Grundbedürfnis. Und da wird es natürlich auch für uns Investoren interessant, denn das, was Menschen unbedingt brauchen, ist natürlich auch eine interessante Basis für Geschäftsmodelle, in die man über unterschiedliche Produkte auf smarte Art und Weise investieren kann. Was dabei zu beachten ist und was so die aktuellen Trends im Food-Sektor sind, das möchte ich in der nächsten, tja, guten halben Stunde, vielleicht auch knappen Stunde erörtern. Wie immer mit drei Experten. Heute habe ich mir drei Fondsprofis eingeladen. Erfreulicherweise bei mir im Studio Besuch aus der Schweiz. Elad Benam von Picard Angst, dort Manager des Food Revolution Fonds. Herzlich willkommen. Hallo. In Hamburg. Danke. Dann uns zugeschaltet, ebenfalls aus der Schweiz, Marco Berweger. Er ist von Bonafide Wealth Management, wo es unter anderem den Bonafide Fischfonds im Sortiment gibt. Und als letzten, als dritten mit dabei, aus Düsseldorf zugeschaltet, Philipp Terwey, geschäftsführender Gesellschafter von Großbötzel, Schmidt und Partner. Und er vertritt hier den DWS-Konzept GS&P Food Fonds. Tja, Herr Terwey, mit Ihnen möchte ich eigentlich anfangen, denn Sie sind ja mit Ihrem Food Fonds eigentlich einer der wenigen Gewinner dieses extrem schwierigen Börsenjahres, nachdem wir in den letzten Jahren ja oftmals über Sachen aus der Kategorie nutzlos, aber schön diskutiert haben an den Märkten, besinnt man sich jetzt plötzlich wieder auf die Essentials, auf die Grundbedürfnisse, auf Essen und Trinken. Und da hieß es dann immer früher, naja, auch eine Nestle, eine Pepsi, eine General Mills, eine Kellogg's, das ist ja alles furchtbar langweilig. Und plötzlich zählen diese Langweiler und die machen eine ziemlich gute Performance. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Ihnen geht's hoffentlich generell gut, aber beim Blick auf den Fonds und auf die Kunden, die den Fonds haben, umso besser. Wir können nicht klagen, Herr Röhl, vielen Dank. Es ist natürlich so, wir haben uns damals bei Auflage des Fonds vor 27 Jahren überlegt, wie können wir eine Investitionsumgebung mit möglichst wenig Unwägbarkeiten schaffen. Und wie Sie schon richtigerweise sagen, die Überlegung, gegessen und getrunken wird immer, war damals eine triviale Annahme. Das ist heute ein bisschen komplexer, hat aber damals dazu geführt, dass wir versucht haben, aufgrund unserer kaufmännischen Herangehensweise diese möglichen Unwägbarkeiten der Kapitalmarkt nun mal mit sich bringt, so gut es möglich auszuschalten. Und da sind wir zwangsläufig auf die Demografie gestoßen. Und die Demografie ist letztlich der Punkt, der uns dazu verleitet hat, vor 27 Jahren diesen Fonds dann zu initiieren, aufzulegen. Und das war seitdem an sich eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Wir sind da recht glücklich mit. Auch mit der Positionierung, dass wir tatsächlich nicht die komplette Wertschöpfungskette entlang investieren, sondern uns wirklich auf etablierte Unternehmen von hoher Substanz und Qualität fokussieren, die entsprechend breites Produktportfolio haben, eine entsprechende Preissetzungsmacht letztlich mit sich bringen. Und das hilft uns natürlich in so einer Marktphase, wie wir sie jetzt haben, weil die definitiv weniger unter dem Zinsniveau zu leiden haben, was sich jetzt deutlich verändert. Sie können Preise besser durchreichen, als das möglicherweise kleine
können, die möglicherweise auch durch die Einkaufskooperation fast schon ausgequetscht werden in ihren Margen. Dementsprechend, ja, ich kann Ihnen beipflichten, wir fühlen uns ganz gut mit unserem Fonds momentan. Ja, ich muss das zugeben, das sind für mich als Liebhaber dividendenstarker Aktien und hoher Qualität natürlich auch so Depotfundamente. Ich habe ja ein paar Namen genannt und die sind auch in Ihrem Fonds ja recht hoch gewichtet und profitieren von dem defensiven Anspruch. Sie haben es gerade schon erwähnt, also vor 27 Jahren war vieles im Food-Bereich ein bisschen einfacher. Da gelten viele Dinge inzwischen nicht mehr 1:1. Man muss an der einen oder anderen Stelle nachjustieren. Bewusst um diesen Prozess des Nachjustierens, da kümmern Sie sich bei Pickard Angst mit The Food Revolution. Wir haben gerade von Herrn Terwey gehört, er guckt auf die Dickschiffe sozusagen, die stabil mit ihrer Preismacht sind, die einen Ausschnitt der Wertschöpfungskette in den Fokus nehmen. Sie gehen da wesentlich breiter ran mit ihrer Food Revolution. Ja, das ist richtig. Das ist von daher auch sehr komplementär, glaube ich, zu dem, was Herr Terwey gesagt hat. Unser Fonds, eben der Food Revolution Fonds, der investiert, ist kein eigentlicher Food-Sektor-Fonds, sondern ist wirklich ein Fonds, der versucht, diesen strukturellen Wandel der Nahrungsmittelindustrie zu investieren. Dieser strukturelle Wandel hin zu einer nachhaltigen und effizienteren, zu einem nachhaltigen und effizienteren System, weil wir haben es hier mit dem Agri-Food-System nicht nur mit einem sehr defensiven, weil eben immer gegessen wird, Industrie zu tun, sondern wir haben es auch mit einem sehr ineffizienten System zu tun, mit einem System, das historisch gewachsen ist, das aber natürlich von einer strukturellen Ressourcenüberbeanspruchung charakterisiert ist, dass die Hälfte des bewohnbaren Landes besetzt, dass 70% des verfügbaren Wassers konsumiert, dass fast 30% der globalen Emissionen produziert. Und wir investieren global in etwa 50 bis 55 Unternehmen eben entlang der Wertschöpfungskette von 6 Subthemen, die wir definiert haben, welche eben einen Teil der Lösung in dem Sinn bieten, sprich diesen strukturellen Wandel nicht nur vorantreiben, sondern eben auch davon profitieren. Das ist unser Fokus. So, das haben wir einen Generalisten im Bereich Nahrungsmittelverarbeitung. Sie sind Generalist, was die Wertschöpfungskette angeht, insbesondere mit Blick auf Transformationsprozesse, über die wir gleich noch sprechen werden. Kommen wir zu Herrn Berweger. Da wird es dann wirklich richtig speziell. Und da muss ich sagen, als ich das erste Mal vor einigen Jahren vom Bonafide Fischfonds gehört habe, da fühlte ich mich ein bisschen erinnert an einen Witz des verehrten Finanzvisiers eines ETF-Bloggers, der immer sagte, er wartet noch auf den burmesischen Wasserbüffel-ETF. Also, weil die Spezialisierung immer weiter getrieben wird. Jetzt haben Sie nicht nur einen ETF gemacht, sondern einen aktiv gemanagten Fonds, der sich tatsächlich mit Fischzucht beschäftigt. Wie kommt man darauf, ein so spezielles Thema in einen Fonds zu packen, der ja dann auch noch ein signifikantes Volumen erhalten hat? Ja, besten Dank für die nette Einleitung, Herr Röhl. Ja, es ist wirklich, werden wir viel gefragt, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Die Geschichte dahinter ist, dass unser Gründer Christoph Baldecker ein ambitionierter Hobbyangler ist und von dem er viel in den Schweizer Gewässern unterwegs war. Dann war er noch auf Weltreise, hat in Südamerika einem Rinderzüchter geholfen, daraus eine Fischfarm zu machen und hat sich einfach so begeistert für dieses Thema, dass er, wo er wieder zurück in die Schweiz gekommen ist, mit seinem Geld und dem Geld von ein paar Verrückten gestartet ist und einen Fischfonds gegründet hat. Mittlerweile 10 Jahre später managen wir rund 300 Millionen Assets under Management im Bereich Fish and Seafood. Wir investieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Fish and Seafood, das sind vorgelagerte Prozesse wie die Futtermittelhersteller, die Gehege herstellen, aber auch nachgelagerte Prozesse wie die zum Beispiel den Fischabfall verwerten, bis hin zum Sushi-Restaurant in Japan, das dann den Fisch an den Endkonsumenten verkauft. Und wenn man vielleicht auf unseren Sektor schaut mit Thema Aquakulturen, war vor 20 Jahren noch ein sehr neues Thema. Heutzutage wird das immer mehr ausgebaut und wir haben es vorhin schon gehört, über 70% der Welt ist mit Wasserflächen bedeckt und nur gerade 2% der Lebensmittel, die wir konsumieren, kommen aus dem Wasser. Von dem her ist das eine Ressource, die wir, wenn wir das nachhaltig und richtig machen, noch viel stärker nutzen können und deshalb sprechen wir auch von der blauen Revolution oder vom Zeitalter der Fische.
Also wir haben im Grunde drei Profile, unterschiedlich auf der Wertschöpfungskette der Agrikultur angesiedelt. Aber wir haben natürlich das eingebettet in dieselben Herausforderungen. Und Sie haben es gerade angesprochen, Herr Benham, diese strukturelle Transformation des Nahrungsmittelsektors wird uns ja gerade im Moment auch wieder sehr bewusst, weil die Nahrungsmittelproduktion braucht Wasser, braucht Energie, braucht Arbeit, braucht Land. All das sind Themen, bei denen wir momentan Knappheiten feststellen, beziehungsweise mit Blick auf Land auch wirklich Bedrohung durch den Klimawandel, was Dürren angeht, das haben wir diesen Sommer wieder erlebt. Wie lässt sich das Ihrer Meinung nach denn mit Investments jetzt angehen? Ich glaube, eines der großen Probleme ist wirklich die systeminhärente Ineffizienz. Und die Ineffizienz, die war schon da. Die ist, wie gesagt, wir haben ein, in der wenn ich ein bisschen aushole, in der landwirtschaftlichen Revolution haben wir bis jetzt gerade ein Monster geschaffen. Wir haben ein Agri-Food-System geschaffen, das Unmengen an Nahrungsmittel produzierte, was eine enorme Volksgeschichte war. Dadurch konnte auch ist das mit ein Grund, warum die Weltbevölkerung auch so gewachsen ist. Wir haben aber gleichzeitig aber auch eben ist nach bis zu einem gewissen Grad ein Pakt mit dem Teufel eingegangen, weil wir haben ein System geschaffen, das eben große Mengen an Energie, große Mengen an Land, Wasser und allen knappen Ressourcen konsumiert, was natürlich wiederum dieses System sehr verletzlich macht. Und diese Transformation, von der wir sprechen, die fokussiert sich eben darauf, mit diesen knappen Ressourcen effizienter umzugehen. Und das bezieht sich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das fängt damit an, dass wir mit den vorhandenen Landressourcen dass wir daraus mehr rausholen, dass wir beispielsweise den Energieeinsatz in der landwirtschaftlichen Produktion effizienter nutzen, geht aber bis hin zum Konsumenten selber, Stichwort Food Waste und natürlich auch das ganze Thema Recycling. Wir haben das in unserem Portfolio entlang von 6 Subthemen strukturiert. Das sind alternative Proteine. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass die Fleischproduktion oder die industrielle Tierhaltung mit eins der größten Probleme darstellt im Agri-Food-System. Geht aber auch weiter um nachhaltige Verpackungslösungen, das Thema Ernährungssicherheit, neue Formen des Konsums, Agritech und Automatisierung, was gerade in Zeiten von knappen Arbeitskräften ein sehr wichtiges Thema ist. Und entlang dieser Themen haben wir eben ein Portfolio aufgebaut, welches eben diese Wertschöpfungskette abdeckt und in Firmen investiert, welche einen Teil der Lösungen darstellen. Und zwar nicht die ganz Großen. Das ist bei Ihnen jetzt nicht die Nestle, nicht die PepsiCo und nicht die General Mills. Herr Terwey, wir hatten gerade jetzt gehört, immer so diesen Begriff, das Agrosystem, das Foodsystem. Das geht ja eigentlich so ein bisschen auch so immer als Kritik an die Adresse der Unternehmen, die bei Ihnen im Fokus stehen. Ja, die Großen, die Nestle dieser Welt, die ja vielleicht auch zu rücksichtslos dieses System einfach konservieren. Wie gehen Sie damit um? Also erstmal ist ja alles richtig, was Herr Benham gesagt hat. Es ist natürlich so, wenn wir alle so konsumieren würden wie die Westeuropäer, bräuchten wir 3 Erden von den Ressourcen her. Das ist schwierig darzustellen, wie wir wissen. Dementsprechend müssen Lösungen geschaffen werden. Das fängt an, dass wir wirklich technologische Fortschritt nutzen, um beispielsweise auch nicht nur artifizielles Fleisch zu schaffen, sondern auch Cultured Meat, also gezüchtetes Fleisch im Bioreaktor. Das sind alles Dinge, die stehen uns noch bevor in den nächsten Jahren. Die müssen aber auch irgendwo flächig nachher skaliert werden oder skalierbar gemacht werden können. Und das schaffen unseres Erachtens die Kleinen nicht. Dafür braucht es dann schon die Großen mit ihren Forschungs- und Entwicklungsetats, um da entsprechend auch einen Umbruch zu vollziehen. Bestes Beispiel ist doch Beyond Meat. Beyond Meat ist mit viel Marketinggedöse an die Börse gebracht worden als Pionier für fleischloses Fleisch. Letztlich war Kellogg mit seiner 100% Tochter Morningstar Farms, aber schon viele Jahre seit den 70ern, Marktführer in dem Bereich in den USA. Und das zeigt im Prinzip, dass gerade auch die Großen schon viel früher auf solche Trends aufmerksam werden, teilweise über Akquisition in solche Firmen investieren, wie es zum Beispiel Coca-Cola vor über 10 Jahren mit Innocent gemacht hat, als sie dieses Smoothie-Startup aufgekauft haben. All das sind Beispiele dafür, dass es wirklich die Großen braucht, um diese Innovation tatsächlich in die Breite zu tragen und skalierbar zu machen. Und das schaffen unseres Erachtens die Kleinen nicht. Und das ist der Grund, warum wir uns natürlich auch auf die Großen fokussieren, weil die Substanz haben, die können das Ganze aus
aus ihren Cashflows sehr einfach finanzieren. Und man muss sich keine Gedanken darüber machen, wie das Zinsniveau letztlich ansteigt, weil die Fremdkapitalquoten extrem niedrig sind. Das ist gerade bei diesen kleinen Startups, die möglicherweise viele tolle Ideen mit sich bringen, völlig anders. Die sind auf Venture Capital angewiesen, die sind voll mit Fremdkapital, noch und nöcher, und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr hohe Zinssensitivität, was man im aktuellen Umfeld natürlich sieht. Und da ist man mit den Großen natürlich besser bedient. Wie sehen Sie das? Haben innovative Food-Konzepte überhaupt eine Chance, eigenständig zu skalieren? Also nicht nur aus finanziellen Themen, sondern auch von der Marktdurchdringung her und auch von den Produktionsressourcen, von der Einlistung im Handel? Oder werden diejenigen, die es wirklich gut machen, wenn dann mal ein gewisser Anfangserfolg da ist, weggekauft? Also beispielsweise im Gewürzmarkt war das ja hier ein Thema. Die Höhle der Löwen hat Ankerkraut groß gemacht und dann gab es den Aufschrei, als Nestlé das gekauft hat und jetzt dann in den Konzern integriert, viel auch lernen will, da was Direct-to-Consumer-Vertrieb angeht. Aber es ist eben nicht mehr separat, kommt auch nicht an die Börse. Ist es so, dass man da immer in so einer Austastlücke bleibt? Ich persönlich war ja knapp 8 Jahre bei der Bellevue-Gruppe. Warum erwähne ich das? Weil die Bellevue ist ein großer Investor im Biotech-Bereich. Und tatsächlich können wir sehr, sehr viel lernen, glaube ich, von anderen Industrien, wie sich diese Entwicklung, wie sich so ein Prozess entwickeln kann. Und wenn wir uns den Biotech-Markt ansehen, da hatten wir auch ein bisschen so 3 Phasen. Wir hatten diese Pionierphase, ein bisschen so ähnlich wie, wenn man jetzt die Brücke schlägt zum Food, wie eben die Beyond Meats dieser Welt vor vielleicht 5, 6 Jahren. Da hatte man wirklich viel Innovation, viel Venture-Capital-Geld, das da reingeht. Dann kam so diese zweite Phase im Biotech-Bereich, das war so dieses Erwachsenwerden dieser Firmen. Und dann kam tatsächlich, nachdem diese Phase von hohem Wachstum dann irgendwo sich normalisiert hat, kam diese dritte Phase und das war tatsächlich die M&A-Phase, in dem so ziemlich jede große Pharmaunternehmen, jede Biotech-Bude, die bei 3 nicht auf den Bäumen war, zusammengekauft hat. Und es ist wirklich spannend, weil die gleichen Diskussionen, die wir vor 15 Jahren im Biotech-Bereich geführt haben, führen wir heute im Food-Bereich. Und ich bin vollkommen einverstanden mit Herrn Teva, wenn es dann wirklich um die Skalierung dann schlussendlich geht, da braucht es auch wirklich diese Old-Food-Unternehmen, wenn man so möchte, weil die haben diese Power, diese Distributionspower. Sie bringen ein Produkt von einer Nischendasein hin zu einem Mainstream und das ist ein ganz wichtiger Teil des Prozesses. Und Beyond Meat, nur um ganz kurz darauf noch einzugehen, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel in meinen Augen für diesen Prozess. Beyond Meat war ein Pionier, die haben zusammen mit anderen mit diese Märkte entwickelt, haben in dieser Zeit auch enorme Überrenditen generiert, hohes Wachstum generiert. Tyson Food war ja auch investiert über Venture Capital richtig, an Beyond Meat. Richtig, übrigens. Und haben dann vor IPO, haben sie dann verkauft letztlich, richtig, um 3 Wochen nach IPO ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Richtig. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung. Absolut. Und ich glaube, was Beyond Meat, das ist insofern ganz spannend, Beyond Meat haben wir zum Beispiel nicht im Portfolio, genau ist diese Überlegung. Beyond Meat war für uns ein Pionier in diesem Bereich und gerade der pflanzenbasierte Proteinmarkt befindet sich in diesem Kommoditisierungsprozess. Also wir sehen, wie diese Produkte weg von einer Nische gehen hin zu Mainstream. Wenn wir Nestlé als Beispiel nehmen, Nestlé redet nur über pflanzenbasierte Produkte, generiert aber gerade mal 0,8% des Umsatzes darin, aber 10% des R&D-Personals ist in diesem Bereich tätig. Das heißt, 0,8% des Umsatzes bei Nestlé ist halt dann auch schon in absoluten Zahlen eine entsprechende Hausnummer. Und vor allem, es ist eine Milliarde ungefähr. Genau. Und genau, wenn Sie aber 10% ihrer R&D-Kapazität in diese Kategorie investiert, die heute komplett irrelevant ist, das zeigt ziemlich genau, wohin die Reise geht. Und genau darauf fokussieren wir uns auch mit der Food Revolution. Wir suchen eigentlich Unternehmen, welche nicht in Konkurrenz stehen mit diesen Großen, mit den Nestlés, mit den Danones dieser Welt, sondern eigentlich Unternehmen, welche mithelfen, diesen etablierten Unternehmen überhaupt diesen Markt zu eröffnen. Also da geht es darum, Zugang zum Rohstoff, da geht es darum zu skalieren, da geht es darum, innovative Technologien zu entwickeln. Das ist unser Fokus, diese vorgelagerten Bereiche, wo ich vollkommen einverstanden bin, auch mit der Teva, ist, dass je reifer ein solcher Markt wird, desto schwieriger wird es für ein kleiner Brand. Wenn die Eintrittsbarrieren irgendwann nur noch der Branding-Kampf sind, dann haben die Kleinen kaum eine Chance. Wie ist das in so einem eher begrenzten Bereich, Herr Berweger? Gibt es da erfolgreiche Beispiele, wo man sagt, da ist was ja, mehr oder weniger auf der grünen Wiese entstanden und hat dann aber doch hoch eigenständig skaliert? Oder lässt sich da aus Ihrer Erfahrung auch sagen, naja, also wenn es wirklich groß werden soll, dann kommt einer der Großen? Ich glaube, der Fish- und Seafood-Sektor ist in dieser Hinsicht ein bisschen speziell, einfach weil die Regulation sehr stark ist. Die Großen werfen gerne einen Blick auf so einen Sektor, weil Fisch ist ein sehr effizientes Protein. Man hat es vorhin gehört, die Futtermittelverwertung eines Tieres zum Beispiel, wo bei Rinder sehr schlecht ist, bei Fischen sehr gut ist und all die Punkte.
Aber wenn wir mal ein bisschen die Geschichte zurückdrehen, dann sind die meisten Unternehmen vor sehr vielen Jahren entstanden als Fischereibetriebe, als kleine Fischereibetriebe. Wenn man als Beispiel mal Norwegen nimmt und irgendwann war die Fischerei ein bisschen überfischt und man brauchte neue Technologien und die Aquakulturen sind eigentlich etwas Ähnliches wie das mit Fleischersatz beispielsweise, wo man vor 50 Jahren mal etwas ausprobiert hat, in ganz kleinen Rahmen sozusagen. Und wenn wir heute die Zahlen anschauen, dann kommt jeder zweite Fisch, den wir konsumieren, bereits als Aquakulturen. Von dem her hat die ganze Industrie sich enorm skaliert über die letzten 50 Jahre. Wieso kommen die Großen nicht so einfach rein? Ja, sie würden gerne, es gibt auch immer wieder M&A-Transaktionen, weil gewisse verkaufen, aber viele sind immer noch in Familienbesitz, die Unternehmen. Und die sehen einfach, dass sie jetzt am Anfang der Entwicklung dieses Sektors stehen, dass es immer mehr Fisch nachgefragt wird. Es braucht Lizenzen, um den Fisch züchten zu können. Und von dem her sind die Eintrittsbarrieren relativ hoch. Und es haben sich so mittel- bis größere Unternehmen auch innerhalb vom Fisch- und Seafood-Bereich etabliert. Aber dort sehen wir natürlich auch, dass zum Beispiel, wenn wir eine Mowi nehmen, ein norwegischer Lachszüchter, dass sich der international ausbreitet, auch in Kanada und anderen Regionen farmt und natürlich auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette, dass sie eigene Jungfische züchten auf dem Land, dass sie die Futtermittel zum Teil selber herstellen und so weiter. Von dem her wachsen die Unternehmen eigentlich bei uns eigenständig, sage ich mal, einfach weil die Eintrittsbarrieren so groß sind für die großen Player und nicht so einfach in diesem Bereich Fuß fassen können. Würden Sie denn sagen, dass der Fischsektor eigentlich so eine Konsolidierungsstory ist, wo man sehr viele fragmentierte, kleinere, traditionelle Marktteilnehmer hat und es eigentlich für große Anbieter, Sie haben Mowi zitiert, eine Aktie, auf die wir gleich auch nochmal kommen werden, weil sie natürlich in vielen, gerade auch dividendenstarken Depots steckt, wo die dann die Rolle des Konsolidierers übernehmen und allein dadurch wachsen können? Ja, ich würde nicht sagen, nur durch das. Es gibt viele Konsolidierungen im Sektor und das wird auch in den nächsten 10 Jahren unserer Meinung nach weitergehen. Aber das Spannende am Fisch ist auch, dass wir sprechen jetzt von Fisch, aber es gibt 1000 verschiedene Spezien sozusagen und es kommen jetzt in der Zucht auch immer mehr neue Spezien auf und die Unternehmen können auch durch neue Technologien wachsen. Beispielsweise, was jetzt so verhältnismäßig zu Bio&Meat ist, sind so landbasierte Zuchtanlagen, da man den Fisch wieder zurück aufs Land nimmt, sozusagen um näher beim Endkonsumenten zu sein. Wir bei Bonafide sehen das noch skeptisch, vorhin angesprochen, der Platz auf der Erde ist beschränkt und wenn wir jetzt das Wassertier auch noch auf das Land nehmen, um zu züchten, ob das die richtige Lösung ist, sind wir noch skeptisch. Aber es gibt auch Offshore-Aquakulturen, dass man weiter rausgeht in diese Gebiete, die eigentlich von der Menschen noch gar nicht genutzt ist, wo man auch weiß, dass man einen sehr kleinen Einfluss auf die Natur hat, wenn man dort züchtet. Und von dem her wachsen die vor allem auch durch effizientere Zucht, nachhaltigere Zucht und eben solche neue Zuchtmethoden, die immer mehr. Das Schöne ist, der Sektor ist erst vor etwa 20 Jahren wirklich groß geworden und von dem her ist die Entwicklung da auch sehr stark immer noch und auch die Technologie, wo man jetzt nicht im ersten Moment dran denkt, hat da riesen Fortschritte gemacht. Vielleicht haben einige noch das Bild vor sich, wenn sie mal in Norwegen waren, dass man mit einer Schaufel die Futtermittel da ins Käfig gekippt hat. Mittlerweile kann man das zentral von einer Stelle, kann man Millionen von Fischen füttern, aber auch nur so viel Futtermittel, wie die Fische benötigen. Einerseits aus kostentechnischer Sicht sehr wichtig, andererseits aber auch aus ökologischer Sicht, dass nicht irgendwelche Trittstoffe auch da im Meer auf den Grund sinken und wieder einen Einfluss auf die Natur haben. Das ist ein spannender Einblick und Sie haben vor allem ein Wort immer wieder erwähnt, Wachstum. Und Herr Terwey, ich kenne das ja auch, wenn ich mit Anlegern diskutiere und sage, ach, ich habe mir wieder ein paar Nestle gekauft, ein paar General Mills oder so, dann heißt immer, ja, das ist ja ganz nett, aber die wachsen doch gar nicht, die sind doch schon so groß, da kommt doch kein Wachstum raus. Auf diesem Niveau können diese Dickschiffe allenfalls noch durch Akquisitionen wachsen oder so durch das Lebensmittelmonopoly. Unilever spaltet ja gern mal was ab und Nestlé hat ja auch eine Portfoliobereinigung hinter sich, gerade unter dem neuen CEO seit 3-4 Jahren, der ja von Fresenius gekommen ist. Wie reagieren Sie darauf, wenn Anleger Ihnen das sagen, dass da eigentlich ja bei den Dickschiffen kein Wachstum mehr ist? Ja, da kann man grundsätzlich wieder auf die demografische Entwicklung natürlich hinweisen. Also wir haben jede Sekunde gibt es 2,5 neue Menschen statistisch auf der Welt. Und das führt letztlich dazu, dass wir irgendwann die 10-Milliarden-Marke knacken in nicht allzu ferner Zukunft. Und die wollen letztlich alle irgendwie ernährt werden. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel. Zum einen von Technologie, wie es zum Beispiel von Herrn Bernam in seinem Fonds
letztlich abgedeckt wird, aber auf der anderen Seite auch durch die Großen, die es letztlich flächig in die Breite tragen. Und das Wachstum, also nur ein Beispiel, Nestle hat im ersten Halbjahr 22 ein Wachstum, im Umsatzwachstum von 9,1% hingelegt. Also da muss man einfach mal ein paar Zahlen auch mal wirklich wälzen, um Thesen dann wirklich zu entkräften. Und natürlich, Wachstum wird immer gesucht. Um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, Demografie ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem auch die Veränderung der Esskultur in Ländern, in Regionen wie Asien, wo die Mittelschicht immer größer wird und dementsprechend auch eine Verwestlichung der Ernährungsstandards letztlich auch stattfindet, was natürlich auch den großen Unternehmen wieder zu Passe kommt, die nämlich auch global aufgestellt sind und da natürlich ihr Wachstum suchen. Jetzt haben Sie die Zahlen von Nestlé erwähnt, auch einige andere große Konsumgüterhersteller haben tolle Zahlen geliefert, aber diese Zahlen sind natürlich in diesen Zeiten, gerade auf der Umsatzebene, auch Ausdruck der Inflation, einfach gestiegener Preise. Damit sind wir bei einem Thema, was natürlich bei einem Grundbedürfnis ganz, ganz wesentlich ist, weil es muss natürlich auch für Menschen weltweit irgendwie, wie man so schön sagt, affordable sein, die Nahrung, weil wir es immer wieder sehen, dass dort, wo Nahrung zu teuer wird, wo Menschen hungern, dann auch die Risiken von Umstürzen beispielsweise natürlich sehr, sehr groß sind. Zuletzt die Bilder aus Sri Lanka. Und das leitet natürlich zu einer Frage ab, inwieweit Inflation da nicht die Konsumgewohnheiten auch verändert hat. Preismacht ist natürlich das eine. Ja, die haben viele Unternehmen im Food-Bereich jetzt gezeigt, haben natürlich auch damit nur höhere Inputkosten weitergegeben. Aber allein das ist ja auch eine Stärke von Unternehmen, die wir uns als Anleger wünschen. Aber wir haben natürlich eine Situation gehabt, also in den letzten Jahren ging es bei Food eigentlich immer nur um Gesundheits- und Nachhaltigkeitsaspekte. Das war so irgendwie die Story. Jetzt muss man einfach mal wieder ja darauf gucken, dass man Menschen überhaupt zu fairen Preisen ernährt bekommt. Was macht das mit den Konsumgewohnheiten, Herr Berbiger? Ist es gerade für Fisch, was ja als gesundes Lebensmittel gilt, ist es ein Problem, was so die Marktdurchdringung angeht, das Wachstum angeht, oder ändert das nichts an den Konsumgewohnheiten, weil es dafür noch zu klein ist? Ich glaube, beim Fisch ist eben das Schöne, dass es wir in Europa denken viel an die Premiumfische wie der Lachs oder eine Forelle, die eher teure Lebensmittel sind und schon immer zu den teuren Lebensmitteln gehört haben. Aber Fisch ist für ganz viele Leute auf dieser Welt auch ein Grundnahrungsmittel. Es gibt tausend verschiedene Spezien auf dieser Welt und es gibt eben auch ganz, ganz günstigen Fisch, der eigentlich gerade in Ländern wie Afrika oder auch Asien noch diese wirklich sehr arme Bevölkerung ernähren kann und ernähren wird, auch in Zukunft. Und von dem her ist das eigentlich wirklich ein etwas sehr Spezielles, von dem her eben, dass es so in einem so nischigen Sektor eigentlich so viele verschiedene Aspekte gibt. Einerseits, wenn man Nachhaltigkeit ansieht, geht es ja auch wirklich darum, die Weltbevölkerung zu ernähren. Aber gleichzeitig, wir haben es vorhin gehört, mit China und einer wachsenden Mittelschicht. Ein Chinese isst zurzeit durchschnittlich 100 Gramm Lachs im Jahr. Das ist sozusagen gar nichts, aber man merkt jetzt, dass die auch den Lachs entdeckt haben, dass sie den gerne mögen. Und mit dieser riesen Bevölkerung, die in China lebt, wenn die nur ihren Konsum verdoppeln würden, das ist immer noch verhältnismäßig zu Deutschen oder Schweizern ein sehr kleiner Anteil, dann hätten wir in Europa sozusagen gar keinen Lachs mehr, weil einfach alles nach Asien geht. Das heißt, es gibt hier sehr viele Trends, die eben auch diese Food Revolution oder befeuern sozusagen. Die Leute, die vermögend sind, die wollen sich gesünder ernähren. Auch die großen Produzenten, wo wir gehört haben, die passen ihre Sortimente auch an. Die haben da sehr viel Power. Aber auch ein Lebensmittel wie Fisch. Wir müssen uns eigentlich für die nächsten 10 Jahre auf der Nachfrageseite überhaupt keine Sorgen machen. Es geht da mehr darum in unserem Sektor, dass wir ein Angebot bereitstellen, das auch nachhaltig ist und schlussendlich auch eben die Preise irgendwo in einem Niveau bleiben, wo sich die Leute das auch noch leisten können.
Gut, also das heißt, Inflation bei Ihnen nicht so das ganz große Thema. Wenn ich das bei Ihnen sehe, Sie sind so voll über die Wertschöpfungskette diversifiziert in Ihrer Fondsstrategie, dann müsste man ja eigentlich sagen, also wo bei vielen Unternehmen hohe Inputkosten zum Beispiel für Agrarprodukte ein Problem wären, wenn Sie die volle Wertschöpfungskette haben, könnte es ja eigentlich nicht so sein, sondern Sie müssten eigentlich ja halbwegs inflationsneutral sein, beziehungsweise Ihre Unternehmen. Kann man das so sagen oder ist das schon etwas, was auf den Unternehmen in ihrem Fonds momentan lastet? Ich glaube, muss so sein. Es gab vor 2 Monaten ein interessantes Zitat von Larry Fink, dem Gründer von BlackRock, der sinngemäß gesagt hat, wenn ihr euch um die Energiekrise Sorgen macht, wartet mal auf die Foodkrise. Und er spricht eigentlich genau das an. Ich meine, steigende Nahrungsmittelinflation ist ja bis zu einem gewissen Grad Ausdruck von gestiegenen Energiepreisen, ist aber auch Ausdruck von einer extrem herausgeforderten Ernährungssicherheit. Und das bringt durch, oder beides bringt natürlich enorme soziale Explosionskraft mit sich, weil es ist nur so, dass wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut, man gerade wenn es um den Konsumenten geht, so lange die Preise erhöhen kann, bis man sie nicht mehr kann. Wir hatten dieses Jahr Beispiele wie zum Beispiel eine Walmart, die mit Profit Warnings gekommen sind, weil sie eben an eine Grenze gekommen sind, in der sie eben die Preise nicht mehr erhöhen können, in der sie eben spüren, dass ein Downtrading stattfindet. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir Preismacht vor allem in diesen vorgelagerten Bereichen sehr stark sehen. Also wir haben dort Preismacht entlang der Wertschöpfungskette, wo Unternehmen eigentlich ihre Kunden effizienter machen, wo Unternehmen eben ihren Kunden helfen, kosteneffizienter zu werden, mit Ressourcen effizienter umzugehen, gerade in Zeiten, in denen die Ressourcen nicht so frei verfügbar sind, wie sie vielleicht früher waren. Dort sehen wir tatsächlich viel Preismacht. Ich glaube, dort, wo schlussendlich wirklich der Konsument oder eben die großen Retailers auf der anderen Seite sind, dort sieht man jetzt schon einen sehr, sehr großen Pushback. Und man hat ja genau diese Diskussion aktuell zwischen den Nahrungsmittelherstellern und den eigentlichen Retailern. Weil auf der einen Seite möchten natürlich die Retailer ihre Marge schützen, gleichzeitig möchten viele dieser Nahrungsmittelhersteller ihren Platz auf dem Regal nicht verlieren. Das heißt, die haben einen enormen Druck, weiter zu produzieren, egal wie sich die Marge entwickelt. Und deshalb ist es je länger, je mehr fragwürdig, wie stark diese Preismacht am Ende dieser Wertschöpfungskette noch ist. Herr Terwey, das muss ich doch gleich mal zu Ihnen rüberflanken, weil also die Preismacht der großen Konzerne, das ist ja für Sie ein essentielles Thema in dem Fonds, natürlich gerade auch mit Blick auf den Handel. Wir haben ja so ein paar Sachen hier in Deutschland mitgekriegt, wo dann Supermarktketten Markenartikel mal ausgelistet haben, meistens nur für 2-3 Wochen. Wie sehen Sie dieses Thema Preismacht, gerade auch gegenüber dem Handel? Da haben die Großen natürlich, wie ich schon eingangs erwähnte, definitiv Vorteile gegenüber den Kleinen. Wenn Edeka eine Coca-Cola aus dem Handel nimmt, dann nimmt sich Edeka letztlich Umsatz. Und es ist ja nicht so, wenn man eine Coca-Cola kauft oder wenn der Kunde eine Coca-Cola kauft im Edeka-Markt, dann nimmt er vielleicht noch eine Tüte Chips dazu, dann nimmt er vielleicht noch irgendwas anderes mit, was er vielleicht noch benötigt. Das heißt, letztlich können diese Marken natürlich auch Kunden in die Retailer reinziehen. Und wenn die nicht mehr vorhanden sind und die Regale leer sind, dann ist das eine Situation, die eigentlich auch kein Retailer haben möchte. Und dementsprechend hat man eben diese Preissetzungsmacht. Ich möchte aber nochmal auf diesen Home-Bias nochmal letztlich zurückgehen. Also wir denken immer, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass die ganze Welt so tickt wie wir momentan. Und das ist mitnichten so. Also all diese ganzen nachhaltigen Überlegungen, die muss man sich immer leisten können. Und dieser Trend, der geht tatsächlich dahin, dass Unternehmen auch feststellen, es geht auch um eine Versorgungssicherheit für die Zukunft. Da spielt Inflation natürlich eine große Rolle. Gerade aber auch ermöglicht die Technologie aber auch, dass Dinge durchaus billiger werden. Bestes Beispiel ist eben dieses gezüchtete Fleisch, was wir auch schon kurz angesprochen hatten. Da hatte zum Beispiel 2013 Mosamit diesen In-Vitro-Burger, der publikumswirksam verköstigt wurde, für $250.000 gezüchtet, 100 Gramm in der Petrischale. 2020 hat das ganze Aleph Farms, das ist ein israelisches Unternehmen, die haben das mittlerweile so geschafft, dass sie 100 Gramm züchten können für $10. Und angenommen wird, dass wir 2030 bei einem Preis von 56 Cent pro 100 Gramm sind, was dieses Zuchtfleisch anbelangt. Und dann ist man natürlich in Gefilden, wo man auch wirklich deflationäre Tendenzen im Nahrungsmittelbereich wieder sieht, eben durch Technologie. Das heißt, da kann Technologie durchaus helfen, das Ganze auch der breiten Masse auch wieder zugänglich zu machen von den Preisen her. Das heißt, wir sehen also an der Stelle schon auch, dass da durchaus Innovation skalierbar ist, nur es dauert einfach mal ein bisschen länger. Also ich erinnere mich ja auch noch bei den 250.000, dass eigentlich schon so für
2021, 2022 dann gesagt wurde, na dann ist das im Handel. Und da sind wir noch davon entfernt, aber das ist halt häufiger so, dass man kurzfristig Innovationstempo eher überschätzt und langfristig eigentlich die Wirkung von Innovationen unterschätzt. Das heißt, es kommt spät, aber gewaltig. Wobei, wenn wir jetzt mal über so eine Food Revolution sprechen, also gerade dieses Plant-Based-Thema, und ich weiß, dass das ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, weil man Beyond Meat hat, weil man Oatly, die andere große Hype-Aktie aus dem Bereich hat. Da habe ich zuletzt irgendwie gelesen, dass da auch so ein bisschen so die Absätze nicht so ganz die Erwartungen erfüllen. Ist das auch so ein Inflationsthema oder glauben Sie, dass der Markt vielleicht doch auch kurzfristig überschätzt wurde? Ich glaube, man muss unterscheiden, wenn wir bei Beyond Meat bleiben, pflanzenbasiertes Fleisch, da hatten wir tatsächlich eben diese Pioniere, die ich vorangetönt habe, die vor 5, 6 Jahren diesen Markt mitentwickelt haben, welche, wir haben das mal in einem Artikel auch analysiert, die teilweise die 6-fache Marge, also so ein Beyond oder ein pflanzenbasierter Burger hat dann irgendwann die 6-fache Bruttomarge generiert, wie ein stinknormaler Fleischburger, und das durch diese Überrendite natürlich Konkurrenz anziehen, versteht sich von selbst, genau das ist passiert. Und all diese Unternehmen, die befinden sich jetzt wirklich in einem perfekten Sturm, weil auf der einen Seite sind wir eine extreme Verschärfung der Konkurrenzsituation in diesem Bereich, nicht zuletzt immer aufgrund der Old-Food-Unternehmen, welche mit voller Power da in diese Märkte reinkommen. Die Eintrittsbarrieren brechen in sich zusammen, mehr oder weniger. Und gleichzeitig haben wir die inflationäre Inputkosten. Das heißt, die werden auf beiden Seiten gerade gesqueezed. Und dann kam natürlich noch auf der Nachfrageseite das, was Sie jetzt eben angesprochen haben. Wir hatten tatsächlich während der Pandemie sehr viele Erstversucher, sage ich mal, die diese Produkte versucht haben. Und da muss man, glaube ich, auch ganz, ganz ehrlich sein, dass viele dieser Produkte auch dem Anspruch, gut zu schmecken, sehr nah am Fleisch zu sein, gesund zu sein, weil wenn man ehrlich ist, viele von denen sind noch hoch verarbeitet, dem Anspruch nicht gerecht wurden. Und das ist mit, in meinem Bereich, in meinen Augen, mit ein Innovationsbereich, in dem die Industrie noch deutlich besser werden muss und kann. Und deshalb auch da noch sehr, sehr viel Potenzial in diesen vorgelagerten Bereichen hat. Und nur ganz kurz auf Oatly. Oatly ist in meinen Augen ein bisschen anders gelagert. Die pflanzenbasierte oder die alternative Milch, die ist ja etwas älter als die pflanzenbasierte Fleisch. Ich meine, wir haben heute, wenn man die Penetrationsraten anschaut, etwa 14-15% des Milchmarktes ist bereits alternativ. Das ist beim alternativen Fleisch noch viel, viel, viel tiefer. Das heißt, dieser Markt ist schon deutlich reifer, getrieben auch durch diese weit verbreitete Laktoseintoleranz weltweit. Dort ist es tatsächlich so, dass das verlangsamte Wachstum sehr oft getrieben ist durch Kapazitätsengpässe. Also dort ist es ein bisschen anders gelagert. Die Tatsache, dass ein Unternehmen wie Oatly, das viel zu teuer auf den Markt gekommen ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind tatsächlich in eine Situation gekommen, in der sie von Kapazitäten her nicht mehr mit dem Wachstum standgehalten haben, große Investitionen machen mussten. Und in dieser Zeit nicht nur die Marge opfern mussten, sondern eben auch noch Marktanteil verloren hat. Und das dann bei einer Bewertung von irgendwo 11-12 Mal Sales dann einfach, das ein bisschen zu viel war für ja, die Börse. Beware of the Hype, das gilt nicht nur bei Technologieaktien, sondern das gilt natürlich auch hier in dem Food-Bereich. Und wir hoffen, dass es nicht allzu viele von Ihnen getroffen hat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Getroffen ist natürlich auch ein Thema, über das wir reden müssen bei jeder Art von Grundbedürfnis, nämlich Regulatorik. Herr Terwey, Sie haben es gerade schon mal erwähnt, Versorgungssicherheit, das ist nicht nur ein Energiethema, sondern das ist eben auch ein Ernährungsthema und folglich greift der Staat natürlich da durchaus auch immer mal ein, auf unterschiedlichen Wegen. Ein Thema, was ja so seit Jahren durch die Presse geistert, ist so der Spruch, Zucker ist die neue Zigarette oder auch Fleisch ist die neue Zigarette. Also Zuckersteuer oder das Verbannen von Fleisch aus Kantinen, das Sanktionieren von Fleischkonsum beispielsweise durch zusätzliche Steuern. Ist das nicht etwas, was Ihnen auch bei Investitionen in solche traditionellen Nahrungsmittelriesen Angst macht? Oder sagen Sie, am Ende geht es darum, die Leute satt zu kriegen und nicht den Leuten über das Essen das Geld aus dem Kreuz zu leiern? Lassen Sie mich einmal kurz dieses Beispiel Coca-Cola aufgreifen. Sie sprechen ja die Zuckersteuer in Mexiko vermutlich an, wo vor, ich glaube, 6 Jahren wirklich jeder Liter Softdrink, der mit einem entsprechenden Zuckergehalt versehen war, mit einer Sondersteuer belastet wurde. Was hat Coca-Cola gemacht? Sie haben massiv in Coca-Cola Zero als Marke investiert, um das salonfähig und in die Breite zu treiben. Und mittlerweile ist der Absatz in Coca-Cola Zero größer als normaler Coca-Cola. Und das zeigt im Prinzip auch diese
Triebkraft, die auch in einer Regulatorik stecken kann, dass Unternehmen sich tatsächlich auch neu erfinden und neue Wege suchen. Und deshalb machen wir uns da ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Aber das Thema Steuer ist halt beim Herrn Berweger ein bisschen anders gelagert. Sie können es wahrscheinlich nicht mehr hören inzwischen, nachdem Norwegen vorletzte Woche verkündet hat, es soll jetzt eine Sondersteuer auf Lachs geben, die auch geharnischt ist, die dann auch die Aktien von Mowi, von Salma und was da noch an bekannten, dividendenstarken Werten in den Depot schlummert und ja auch die letzten Jahre ordentlich gestiegen ist. Das hat die Aktien richtig in den Keller gehauen. Also teilweise haben wir 50% Verlust seit Jahresanfang bei einigen dieser Werte gesehen. Ist das Thema norwegische Lachsaktien damit jetzt eigentlich erledigt oder muss man einfach nur in Anführungszeichen neu bewerten und kann sagen, naja, da ist jetzt so viel negative Erwartung drin. Bringen Sie uns doch da einfach mal aus Ihrer Sicht auf den aktuellen Stand. Ich weiß, es ist ein spezielles Thema, aber ich weiß auch, dass wirklich in vielen deutschen Depots gerade eine Mowi ist und da ist eine Einschätzung vom Fondsprofi sicherlich für viele sehr hilfreich. Wir waren natürlich auch überrascht, über wie denn der Vorschlag gekommen ist mit dieser, für die, die es noch nicht gelesen oder gehört haben, die norwegische Regierung hat eine Ressourcensteuer von 40% für Aquakulturen, aber einer gewissen Größe als Vorschlag ins Parlament gebracht. Zuerst mal gesagt, es ist noch nicht definitiv, wie das kommt. Es gibt auch noch sehr viele Fragezeichen, wie wir gehört haben. Der Markt hat sehr stark und sehr schnell reagiert, dass die Titel zwischen 15% und 30% an diesem Tag verloren haben. Aus unserer Sicht, für alle, die eine Mowi im Depot haben, eine klare Überreaktion im ersten Moment vom Markt. Wenn wir jetzt einmal auf die Bewertungen schauen, dann sind die Unternehmen jetzt, all die großen, sind attraktiver bewertet als im Vordem, wenn wir jetzt diese Steuern in die Cashflow-Berechnungen und in die Unternehmensanalyse einfließen lassen. Was gibt es dazu wieder zu sagen? Ja, die Steuer betrifft den Bereich in Norwegen. Und all diese großen Züchter, eine Salmar, eine Ostefol, eine Mowi, die sind alle international tätig und eben auch entlang der Wertschöpfungskette. Von dem her betrifft das nur ein Teil ihres Geschäftes, ursprünglich natürlich mal ihr Hauptgeschäft oder ist immer noch ihr Hauptgeschäft. Aber die Unternehmen sind anpassungsfähig. Wir haben jetzt vorhin im Beispiel, ich habe das gerade sehr passend gefunden, mit Coca-Cola und mit Coca-Cola Zero. Die Unternehmen werden sich auch hier adaptieren, was keine Frage ist eben, dass dieser Lachs immer noch nachgefragt wird, dass die Leute den Lachs wollen. Von dem her werden die Unternehmen jetzt zuerst mal, sind sie am Verhandeln mit den Regierungen, was es da überhaupt dann auf sie zukommt, das ist auch noch nicht klar. In der zweiten Linie schauen sie natürlich jetzt auch auf andere Regionen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Offshore-Anlage von Salmar nehmen, die in norwegischen Gewässern steht, die kann man gerade so gut in Großbritannien hinstellen und die würden sich natürlich freuen, wenn die da produzieren würden und schlussendlich auch da Arbeitsplätze bereitstellen und schlussendlich auch Steuern bezahlen würden für die Produktion dort. Von dem her, die Unternehmen werden sich anpassen. Andererseits, wir haben es gehört, wir haben schon höhere Preise durch Inflation. Das wird natürlich der Inflation aus unserer Sicht, falls die Steuer kommt, nochmals einen Schub geben, weil Norwegen ist der größte Lachsproduzent. Und von dem her, wenn die höhere Inputkosten haben, werden schlussendlich, wird das noch weniger Angebot auf dem Markt haben. Von dem her wird das einfach sich auch wieder auf die Preise auswirken. Und aus unserer Sicht wird für diese Steuer schlussendlich auch der Produzent, der Konsument einen Teil übernehmen. Von dem her, in der ersten Linie eine Überreaktion am Markt. Wenn wir in Norwegen sind, und da sind wir regelmäßig, dann wird eigentlich immer über Steuern diskutiert. Die Regierung in Norwegen ist Mitte links. Von dem her, ja, vielleicht noch, was auch sehr interessant ist, wieso will jetzt die Regierung diese Steuer einführen, obwohl sie bereits Anfang dieses Jahres eine Produktionssteuer von 40 Cent eingeführt haben pro Kilo Lachs. Ja, ist vor allem durch das getrieben, dass sie in 2023 ein Budgetdefizit haben und sie das irgendwie mit Steuern schließen wollen. Und die Lachsproduzenten haben sich einfach erst in den letzten Jahren entwickelt. Und sie wollen jetzt eigentlich, dass die Community eigentlich auch als die Bevölkerung von diesen Überrenditen profitieren kann. Aber von dem her muss man auch sehen, dass die ein großes Risiko eingegangen sind mit diesen auch Aquakulturen, die zuerst auch nicht rentabel waren.
Und jetzt kommt der Staat und will ihnen da sozusagen etwas von den Gewinnen wegnehmen. Ob das fair ist oder nicht, kann jeder für sich selbst beantworten. Aber aus unserer Sicht ist klar, die Unternehmen werden sich anpassen, werden Lösungen finden und natürlich auch versuchen, diese Steuer, falls sie kommt, zu optimieren. Und von dem her haben wir in dieser Situation, da wir auch über die Sommermonate unsere Cashquote deutlich erhöht haben, auch eine Kaufopportunität gesehen und haben sogar unsere Allokation in Norwegen wieder aufgestockt, nachdem die den Sektor verfolgen. Wir hatten Anfang Jahr, im Frühjahr Rekordpreise, Lachspreise, die Margen waren hervorragend, die Aktien waren sehr gefragt. Von dem her haben wir da als aktive Manager auch unser Können und unsere 10-jährige Erfahrung ausspielen können und haben eigentlich einen großen Teil schon rüberlandet, haben die Quote in Norwegen zurückgenommen, weil Thema Steuern war schon länger auf dem Tisch und von dem her momentan eher wieder eine Kaufgelegenheit gewesen für uns. An der Stelle sehen wir natürlich auch wieder sehr genau, wie wichtig Diversifikation ist. Ja, es gibt ja viele Anleger, die sagen, naja, also Lachs ist ein spannendes Thema, das muss ich im Portfolio haben. Ich nehme mir einfach mal die Mowi. Da habe ich eben nicht nur das spezifische Risiko eines einzelnen Unternehmens, sondern auch noch das Risiko eines einzelnen Domiziellandes. Und da haben Sie natürlich in Ihrem Fonds die Möglichkeit, deutlich breiter sich aufzustellen, nicht nur entlang der Wertschöpfungskette, sondern auch geografisch. Und das neue Primat der Politik gibt uns ja vielleicht auch einen Hinweis darauf, dass es ganz sinnvoll ist, eine breitere Diversifikation auch nach Ländern wieder zu haben oder nach Rechtsräumen, als wir das in den letzten Jahren vielleicht manchmal wahrhaben wollten. Herr Terwey, das ist ja bei den Werten, die Sie im Fokus haben, sehr häufig schon intrinsisch in den Unternehmen drin. Die sind ja weltweit aktiv, können dadurch natürlich auch Währungseffekte beispielsweise besser ausgleichen. Haben auch natürlich immer mal wieder Regulierungsarbitrage mit dabei. Das gehört bei einem großen Konzern dazu. Aber das Thema Steuer haben wir, glaube ich, jetzt ausreichend durchgekaut. Was mich am Ende jetzt noch mal interessieren würde, so der Blick in die Zukunft von Ihnen dreien, was insbesondere Innovationen angeht und was die Themen angeht, die so im Sektor über 2-3 Jahre relevant sind, auch für Investoren, was Investoren auf der Agenda haben müssen, insbesondere wenn sie auch eines ihrer Produkte im Portfolio haben oder sich mit dem Gedanken tragen, was müssen Investoren an Wissen mitbringen über den Sektor und speziell das Segment, in das Sie investieren. Herr Terwey, vielleicht wollen Sie da den Anfang machen. Ja, ich würde definitiv dafür plädieren, dass so ein gewisses kaufmännisches Grundverständnis vorherrscht. Das ist immer hilfreich, wenn man das Ganze von der kaufmännischen Seite her aufsattelt, weil man da letztlich schon viele Unwägbarkeiten, die ich eingangs erwähnt hatte, auch eliminieren kann. Spezielles Wissen im Food-Sektor ist wichtig. Trends gibt es immer wieder. Wichtig ist, dass man Modetrends von Megatrends unterscheidet. Und das ist oftmals genau die Krux. Und ich glaube aber wirklich, alternative Proteine, die etablieren sich zu einem Megatrend. Bis wir irgendwann mal, Proteine auf Insektenbasis essen, ist es noch ein ganz, ganz langer Weg. Falls wir keine anderen Möglichkeiten haben, vielleicht, aber alternative Proteine sind definitiv ein Thema, mit dem sich Investoren beschäftigen sollten. Also ich habe mir gerade Nudeln bestellt aus dem Schwäbischen auf Insektenbasis. Ich bin sehr gespannt. Also aus einer Manufaktur, die ansonsten, glaube ich, seit 70 Jahren schwäbische Eiernudeln macht und die jetzt Next Generation Pasta geht. Ich werde es in den sozialen Medien berichten, wie diese Zukunft so schmeckt. Danke. Herr Ben Amm, Sie sind ja nun wirklich mit der Food Revolution auch an den Trendthemen dran. Was wird denn so aus so Trends, über die man in den letzten Jahren, als es uns irgendwie ja doch besser ging als heute, was die Gesamtwirtschaft anging, viel gesprochen haben, zum Beispiel so Vertical Farming oder so. Sind das Themen, die jetzt auch mal wirklich investierbar werden, die auch für Investoren, für Privatinvestoren interessant sind? Oder sind das weiterhin so Buzzword-Themen, die man dann bei dem einen oder anderen Spec mal sieht? Also in den USA, glaube ich, App Harvest an die Börse gegangen. Der Kurs war dann auf 30 und ist jetzt irgendwie auf 2, irgendwas. Ist das so eine Bubble oder kommt da jetzt mal was? Ich glaube wirklich tatsächlich die letzten Jahre, in der die Märkte mit Liquidität überschwemmt wurden, hat dazu geführt, dass wir wirklich auch sehr viel, dass sehr vieles gehypt wurde. Das ist auch etwas, was wir in anderen Industrien
oftmals sehen, diese sogenannte Gartner-Kurve, hohe Erwartungen, dann die Ernüchterung und dann trennt sich Spreu vom Weizen. Ich glaube, grundsätzlich, was wir sehen aktuell, ist die Entwicklung der letzten 12 Monate, 18 Monate, die haben viele der Probleme, die schon vor da seien, viele dieser Themen nochmal signifikant akzentuiert. Und ich glaube, dass wir aktuell nicht nur eine extrem gefährdete Ernährungssicherheit haben auf der Welt, wir haben gleichzeitig auch aufgrund der geopolitischen Lage eine Situation, in der viele Länder sich sehr protektionistisch verhalten. Das heißt, wir sehen, dass viele Länder Exportverbote aussprechen. Wir sehen, dass viele Länder zum Beispiel die Abhängigkeit gerade von der Region Ukraine-Russland reduzieren möchten oder grundsätzlich auch vom Ausland reduzieren möchten und dadurch enorme Investitionen eben entlang, also in die Landwirtschaft, in die Foodproduktion entlang der Wertschöpfungskette kommen. Wenn man sieht, wer die größten Investoren gerade in Themen wie Vertical Farming, aber auch wie Präzisionslandwirtschaft grundsätzlich, Cultured Meat haben wir vorgehört, die größten Investoren in diesem Bereich, wenn man jetzt die USA auf der Seite lässt, sind tatsächlich Länder wie Israel, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate sind große Investoren in diesem Bereich. Also genau Länder, welche nicht nur vor klimatischen Herausforderungen stehen, sondern oftmals auch geopolitisch in diesen Bereichen sich emanzipieren möchten. Und deshalb glaube ich, sind viele dieser Themen weit mehr als Buzzwörter, die werden kommen, das steht für mich außer Frage. Die Frage, die sich sehr wohl stellt, ist aber, ab wann kann man wirklich Geld damit verdienen? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben vor das Beispiel gehört, Cultured Meat. Das ist schön und gut, wenn ich im Labor ein Steak für $250 produzieren kann. Das werde ich aber nie verkaufen können, wenn ich eben nicht diese Skalierung hinkriege. Und deshalb glaube ich, dass viele dieser Themen, die sind da, die werden sich entwickeln. Das sind weit mehr als Buzzwörter, weil sie eben diese Ineffizienz adressieren, die große Opportunität, die sich ergibt, ist eben entlang dieser Wertschöpfungskette Technologien, Infrastruktur, Zugang zum Rohstoff etc. zu kriegen, welche eben genau diese Produkte marktfähig, skalierbar und affordable, also überhaupt überhaupt preislich sinnvoll hinkriegen. Das ist dann so ein bisschen die alte Idee des Schaufelverkäufers, ja? Genau, nicht genau. Beyond Meat, die dann tatsächlich genau, das nicht Gold, Gold, das nicht grüne den, Gold suchen genau. wollen, sondern diejenigen, richtig. Die dabei helfen, dass es geht. Und das können ja sehr traditionelle Unternehmen sein, auch, wie dann ja, beispielsweise bei Ihnen findet man ja Verpackungshersteller, wie die SIG aus der Schweiz, ja, weil auch irgendwie muss das Essen ja dann auch rüber. Eine Frage natürlich auch zum Schluss an Sie, Herr Berweger, was Innovation angeht, reicht es einfach schon, dass das Fisch an sich ein gesundes Lebensmittel ist oder gibt es da, dass man nur in die Breite tragen muss oder gibt es da auch jetzt Innovationen, wo Sie sagen, da kann nochmal auch wirklich ein Wachstumsschub für die ganze Industrie herkommen? Ich glaube, Innovation ist das wichtigste Thema momentan in der Industrie, weil diese Lizenzen für das klassische Farming in den Fjorden sind praktisch ausgeschöpft. Das heißt, die Unternehmen brauchen effizientere Möglichkeiten, um zu wachsen. Aber was auch ein zentrales Thema werden wird, ist die Zucht von neuen Spezien. Der Lachs ist schon sehr weit in diesem Zyklus, von dem her. Vielleicht haben Sie schon mal was vom Yellowtail Kingfish gehört. Der wird in Australien gezüchtet. Das ist eine neue Spezie, die man schon früh gesagt hat, das könnte der neue Lachs werden. Von dem her, falls Sie noch nie haben, probieren Sie doch den auch gerne mal. Der Sektor wird weiter wachsen. Es ist die am schnellsten wachsende Lebensmittelproduktion, die Fischerei und die Aquakultur. Und von dem her wird da auch sehr viel durch Innovation noch kommen. Und andererseits aber auch, dass man sich eben diversifiziert, dann auch anhand der verschiedenen Spezien, die es gibt auf der Welt. Tja, meine Herren, vielen Dank. Am liebsten würde ich jetzt sagen, ich bitte zu Tisch, ja, und wenn wir wirklich alle in einem Raum wären, dann würden wir uns wahrscheinlich jetzt ein Fischbrötchen hier genehmigen in Hamburg. Das würde ganz gut passen. Auf jeden Fall sehr, sehr herzlichen Dank an Sie für diese Einblicke in die Food-Industrie, in Essen als Anlagethema. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben gesehen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Thema zu spielen, völlig abseits von Hypes. Man kann es eben mit den großen etablierten Konzernen machen. Man kann es entlang der Wertschöpfungskette machen, mit den Schaufelverkäufern sozusagen. Oder man sucht sich halt ein spezielles Thema aus, was eben dann nicht nur an einem Unternehmen und an einem einzigen Land hängen sollte, damit man dieses spezifische Risiko zumindest so klein wie möglich hat. Ich hoffe, die Menükarte am heutigen Tag hat irgendetwas bereitgehalten für Sie, was Ihnen schmeckt. Danke, dass Sie dabei waren. Bis demnächst. Viele Grüße aus Hamburg und tschüss.